Ahoi, moin moin und einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Mittelerde, Mordors Schatten. Genau, da sind wir. Wir haben ja nun das letzte Mal ordentlich auf die Kacke gehauen. Wir haben der Hammer, glaube ich. Ja, das war der Hammer. Das war wirklich der Hammer. Den haben wir niedergemetzelt. Wir haben ferner hier das Tor eingerissen und haben hier dann nochmal einen schönen Auftrag dazu bekommen. Vorher würde ich hier so ein bisschen einen kleinen Geschnetzel machen. Hier würde ich hin, dann können wir uns ja dahin teleportieren, das noch machen und dann kommen wir dazu auf Quest. Und dann bin ich mal gespannt. Da geht es dann, glaube ich, um Litariel. Ja. Genau. Mach dich bereit, Litariel hinter den feindlichen Linien ins Herz Mordors zu begleiten. Gut. Aber erst gehen wir dorthin. Helfen mal kurz dem Ausgestoßenen. Und dann sehen wir weiter. So. Hui. Hallo. Zack. Bitte, bitte. Ach so, ach, der war gar nicht gemeint. So, pass auf, Junge. Sonst keiner weiter hier? Das ist unsere Chance. Es ist Zeit zurückzuschlagen, doch sie haben unsere Anführer erwischt. Mhm. Kannst du sie retten? Bitte, Waldläufer. Ja, ich kann es probieren. Was ich sehe, hier haben wir ja noch eine Rune. Da könnten wir eigentlich mal hin. Ach, der Auftrag ist da. Nee, dann gehen wir erstmal zum Auftrag. Apropos, ich habe gesehen, dass... Ja, ja, stehst du in der Schuld. Dass man diese ungenutzten Runen auch in Anführungsstrichen verkaufen kann. Sprich, dann bekommt man ein bisschen Mirian. Vielleicht ist das ja von Nutzen. Wer weiß. Okay, aber wir wollen jetzt erstmal zu einem Auftrag, zu einem Sklavenauftrag. Wollen wir den Werk mir mal auf der Karte markieren? Okay, anklickt nur geradeaus, aber das passt schon so. So, wir machen mal ein bisschen schneller. So, kriegt ihr ihn gelatscht. Und einen Fallenkopf. Gut, annehmen! Die Ausgestoßenen sind bereit, sich gegen ihre Uruk-Herren aufzulehnen. Doch ihre Anführer wurden gefasst. Rette sie, damit sie ihre Männer führen können. Belohnung 300 Mirian. Na dann mal, auf in die Schlacht. Oh. So. 5 Sklaven, wenn ich richtig sehe, okay. Lasse Uruks vor Schrecken fliehen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, dieses Terrorisieren machen. Wie war denn das? Ich glaube so, oder? Was auch immer es war, es hat wohl Angst vor mir. Oh, dieser Uruk wurde erschlagen. Da war doch ein Geräusch. So, du auch noch. Okay, das hat scheinbar keiner gesehen. Hier rüber, hilf mir. So. Da ist noch einer. Machen wir hier auch gleich nochmal. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Ah, es hat natürlich wieder niemand gesehen. Ja, ja, komm. Hier noch gelacht. Okay, da kommt einer angelatscht. Schneid mich los. Gleich. Ich ertrage diese Qualen nicht. Gleich. Okay, die sehen uns natürlich nicht. Die sind erst 3 geflohen. Oh, das kann ja noch was werden. Na gut, jetzt sind ja noch ein paar Sklaven zu befreien. Kannst du mich hören? Ja, ja, ja. Wir brauchen Hilfe. Ja. Kommt ihr ja. Es sind noch andere in der Nähe. Hilf ihnen, Waldläufer. Mach ich. So, das heißt, wir lassen uns dann wieder von oben herabsegeln. Wenn wir nicht vorher gesehen werden. Der Hauptmann meinte, ich hätte gezögert, seine Befehle auszuführen. Was für ein Lügner! So, mal gucken. Ich hoffe, du zettelst wirklich einen Aufruhr. So, jetzt komm. Und guckt alle hin.
So, du auch noch. Pack, pack und... Tja, tot mit dem Sterben. Gut, jetzt haben wir 5. Na gut, immerhin. Na gut, aber es sind insgesamt 7 Sklaven. Vielleicht schaffen wir das dann doch. Wir haben jetzt zwischendurch noch einen Fähigkeitspunkt erhalten. Den können wir natürlich verwenden oder verschwenden. Oh, nächster Fähigkeitspunkt erst bei 6300. Oh, Halleluja. Na, das ist noch ein bisschen was hin. Aber die Freischaltung der nächsten Stufe könnte bald stattfinden. Da wäre es für uns vielleicht noch von Interesse, wenn wir... Wir waren nicht allein. Ja, ja. Bitte, finde unsere Freunde. Wenn wir noch ein paar Runen verkaufen und uns ein bisschen Mirian holen. So. Okay, sind mir ein bisschen wenig Uruks, weil ich gehe mal hier hoch. Dann kann ich von da oben zuschlagen. Das könnte eher klappen. Na komm schon. Stell dich mal nicht so an. So, ich hoffe, es sieht auch jemand. So, schnell hoch hier. Dann sehen sie mich nicht und dann kann ich vielleicht nochmal... zuschlagen. Stell dich. Für Mordor. Na komm schon. Stürz dich auf sie. Warum wollen sie denn nicht? Das ist unsere Heimat. Na. Kämpf mit mir. Ach, weil sie mich sehen. Der Waldläufer braucht uns. Die sehen mich alle, das ist Mist. Lass sie Schmerzen spüren! Du Armseliger, lass sie Schmerzen spüren! Mann! Können die mal aufhören, mich zu sehen? Oh, das wollte ich nicht. Ja, dann müssen wir so schnetzeln, meine Güte. Dann ist auf Zusatz halt mal gepfiffen. Krasser Move. So was nennt sich Krieger. So, kommt Jungs. Für unsere Brüder. Und so etwas uns gehört. Obacht! Achtet auf ihre Schwerter. So, na komm schon. Mann, der hört ja nicht mehr auf. Jo, genau. Okay. Ich würde sagen, damit. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Dann sind die alle platt.
Danke. So, dann werden wir die... Na, komm. Ist ja gegen den Flüchtenden gerannt. So, die beiden da noch und dann haben wir den Auftrag auch durch. Und dann doch mit dem Zusatzziel. Freiheit. So, hier auch nochmal. Und schon haben wir es. 400 XP, 300 Mirianen und 50 noch. Als Bonusumruf. Waldläufer, du bist ein guter Mann. Ich weiß. Die Menschenmorders werden sich erheben. Ich weiß es genau. Das hoffe ich. So. Was ist denn das? Schreihals. Ach, was. Stimmt, da passiert ja auch immer eine Menge hier im Hintergrund. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Wer ist denn alles auf... Ach, guck mal an. Hier sind einige wieder aufgestiegen. Es gibt wieder zwei zusätzliche Häuptlinge. Mhm. Dann würde ich sagen, Häuptlinge bringen ja im Allgemeinen recht viel Macht. Dann holen wir uns den mal. Wappnet euch mal. Kuckuck. Einmal hoch mit dir. So, wir holen uns mal noch. Tada. So, annehmen. Altgedienter Häuptling. So lange kann doch gar nicht Häuptling sein. Lass diesen Uruk schreien und sein Meister wird antworten. Mhm. Den Unterstützer angreifen und festhalten. Okay. Wir bewegen uns auf den Dächern. Das wird natürlich nicht verkehrt, wenn hier ein paar Schützen wären. Ich sehe aber keine. Verdammt. Ja, dann müssen wir es anders machen. Dann machen wir ihn erstmal platt und dann müssen wir... Ach, da ist einer. Na komm, zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Mal hier rüber. Vielleicht können wir von hier was erkennen. Wenn du neue Spuren entdeckst, gibt es nur hallo. Eine stell deinen Grog ab, greif dir eine Waffe und mach dich bereit für die Jagd. So, ist ein kleiner Umweg, aber vielleicht hilft's ja. Okay, das war zu weit. Ah, hier sind so viele. Wenn ich den jetzt abfackel, dann... Ah, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, hier, hier, das kann knapp werden. Ich kann es probieren. So. Weiß nicht, ob ich genug Pfeile habe. Ich hoffe. Ah!
Oh, komm, schrei schon. Schrei wie ein kleines Schweinchen. Quiek. Quiek, was das Zeug hält. Jetzt. Komm, die Spinne ist erschienen. Sehr schön. Oh, der hat zwei Bodyguards. Ach du meine Güte. Ja, danach habe ich jetzt natürlich noch nicht geschaut. Hehehe, das rächt sich jetzt. Furcht vor Verbrennen, da haut schon sein erster Beschützer ab. Passt Brandenbund, na gut, okay, der kann uns jetzt gefährlich werden. Nein, den wollte ich doch nicht. Mein Tod bringt deine Familie nicht zurück. Ja. So. Bah. Eieieiei. Wibber, 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 bubble, bubble. Jürgen Golem, die Spinne ist damit Geschichte. Ach, jetzt haben wir aber gleich den nächsten vor der Nase. Ich kann nicht entkommen. Dann musst du sterben. Ach, der Häuptling ist auch geflüchtet. Ach, verdammt. Das haben wir nicht mehr gekriegt. Naja, gut. Immerhin. Dann holen wir uns hier jetzt erstmal die Runen. Die und... Ach, wenn wir einmal hier sind, können wir uns die da hinten eigentlich auch dann noch holen. Die da in der Arena liegt. Komm mal her, ich brauche Helmgeschosse. Klatsch. Oh, ich kann noch mehr gebrauchen. Komm mal her. Warte. Hallo. Na? Ach, weißt du was, du da oben. Du hilfst uns mal. Die nächste Abkürzung. Ich finde das schon praktisch, muss ich ehrlich sagen.